Ja, jetzt geht es ja gleich weiter mit einem jungen Künstler, der auch schon sehr früh begonnen hat, nämlich im Alter von 6 Jahren. Genau, und das Musizieren, das hat er von seinem Opa gelernt und mit dem ist er auch schon auf ganz vielen Bühnen gestanden gemeinsam. Er war zum Beispiel auch schon in einer großen TV-Sendung bei Immer wieder Sonntags ist er mit dabei gewesen und heute Abend präsentiert er sich aber erstmal solo. Ja, er kommt aus Oberösterreich und er fragt uns jetzt, ob wir einen Hund haben. Also Lara, ich weiß es, aber ich frage dich jetzt mal, hast du einen Hund? Ja. Aber keinen mit 4 Beinen. Also, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wen sie meint. Was ich jetzt auf jeden Fall weiß, dass jetzt ein talentierter junger Bursche auf die Bühne kommt. Nämlich unser Luca Stange. Hast du einen Hund? Da geht's ja gar nicht um einen Hund. Da geht's ja ums Geld. Ja. Ja. Das hätte ich ja vorher wissen müssen. Da habe ich jetzt den Opa vom Luca mit dabei. Guten Abend. Guten Abend. Und zwar, das ist der Opa Toni. Ihr steht ja öfters gemeinsam auf der Bühne, oder? Ja, das stimmt. Und wo war der letzte große Auftritt? Bei Immer wieder Sonntags mit Stefan Ross. Und letzten Donnerstag waren wir bei Startreff in Oberstdorf, auch auf Fernsehaufzeichnung. Ja, ihr seid ja eigentlich nur mehr im Fernsehen unterwegs in letzter Zeit. Nein, das ist heute das dritte Mal. Naja, das ist schon eine Leistung. Es gibt manche Künstler, die jahrelang auf der Bühne stehen und noch nie im Fernsehen gewesen sind. Gell? Sag einmal, Luca, wie ist es dir denn lieber? Ist es dir lieber, alleine auf der Bühne zu stehen? Weil hauptsächlich die Live-Auftritte machst du ja alleine, wie ich mitgekriegt habe. Oder ist es dir lieber, gemeinsam mit dem Opa auf der Bühne zu stehen?
Mir ist lieber mit dem Opa auf der Bühne stehen, aber manchmal spiele ich halt auch allein. Bist du nervös heute Abend? Nein. Es geht gut, gell? Aber der Opa hat vorher gesagt, dass du lieber musizierst, anstatt redest. Stimmt das? Ja, stimmt schon. Aber ich spüre halt auch viel. Du, wenn ich jetzt da hinter der Bühne so zugeschaut habe, dein Opa, gell, während du gespielt hast und da auf der Bühne gestanden bist, du gestrahlt hat, also wie so ein neuer Schilling, darf man sagen, gell? Bist schon stolz auf deinen Enkel, oder? Aber ordentlich, selbstverständlich. Kannst heute Abend deinen Opa fragen, um einen Hunderter? Ja? Der fragt mich öfter. Sag einmal, Luca, du wirst ja oft verglichen mit Marc Bircher oder Florian Silbereisen. Wer ist denn lieber von den zwei? Der Florian Silbereisen. Echt? Das ist ein großes Vorbild für dich? Ja, schon. Ich würde dich ja noch mit einem ganz anderen Herrn vergleichen. Fällt dir da vielleicht irgendjemand ein? Andreas Gabalier. Auch, das stimmt. Nein, aber der ist heute Abend da, gell? Und wenn ich das so überlege, der spielt auch mit seiner Harmonika, der singt auch tierisch, dann ist er genauso ein netter Hegel wie du. Und hast du schon einen Berufswunsch? Was möchtest du noch mal werden? Vielleicht Lastwagenfahrer oder Musikant. Lastwagenfahrer oder Musikant? Ja, das ist er jetzt nicht. Aber wenn du dich mal entscheiden solltest, Gastwirt oder Hotelier aus Leidenschaft zu werden, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Hast du eine Freundin? Nein. Okay, ich habe eine Tochter, die ist 10 Jahre alt. Das darf eigentlich gut passen. Also.